Klappe die erste. Ja, Freunde, herzlich willkommen zu meinem ersten YouTube-Video. Sagt man das so? Ist das irgendwie ein bisschen komisch? Nee, ist irgendwie komisch. Machen wir neu. Herzlich willkommen zu meinem ersten YouTube-Video. Ich hoffe, dass es jetzt auch scharf ist auf mir. Schatz, kannst du mal kommen, bitte? Hallo, hallo? Nee, also auf jeden Fall herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich habe mega Bock mit euch. Ja, sehr coole Sachen zu machen hier auf YouTube und ich werde jetzt einfach mal ein bisschen erzählen, um was es hier gehen soll in meinem Kanal, beziehungsweise spezieller auf das ganze Meditationsthema einzugehen, das ich bei Instagram ja schon ein bisschen geteasert hatte und ja, ich wünsche euch viel Spaß. Wo fange ich an? Erstens mal, was ist Meditation überhaupt? Meditation ist mehr oder weniger nichts anderes als ja, bei sich zu sein und nur auf sich zu hören, nur im Moment zu sein und ja, einfach mal die Stille zu genießen, die wir ja nicht so oft genießen können in der heutigen Zeit, weil wir ständig von irgendwelchen sozialen Medien oder Nachrichten, die uns erreichen, ja, irgendwo unterbrochen werden oder gestört werden. Und deswegen ist das so, glaube ich, der Hauptpunkt, einfach mal Ruhe zu finden, Ruhe in sich zu finden und sich selbst auch zu finden. Ja, was habe ich denn vor mit euch? Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir jede Woche, beziehungsweise jede zweite Woche, da müssen wir mal gucken, wie wir das hinbekommen, wie es auch für euch am besten ist. Das könnt ihr mir auch unten direkt in die Kommentare schreiben, ob ihr euch das wöchentlich wünscht oder vielleicht alle zwei Wochen. So eine Übung rauszubringen, mit der ihr quasi üben könnt, achtsam zu sein, zu meditieren oder eben irgendwas anderes Positives für euren Geist und euren Körper machen könnt. Ich habe da schon ein paar sehr coole Ideen und ich habe mir das auch schon alles aufgeschrieben in einem kleinen Konzept. Und ja, das sind alles Sachen, die ja ich selbst gemacht habe, die ich selbst irgendwie super gut finde. Und ja, das wollte ich auch gleich an der Stelle nochmal erwähnen. Also ich bin kein Arzt, ich bin kein Psychotherapeut, ich bin kein Yogameister, kein Mönch, der, ja, keine Ahnung, hier die Meditation erfunden hat. Es sind alles Sachen, die ich selbst mache, die ich selbst gemacht habe oder halt ja, einfach Sachen, die ich mega gut finde, hinter denen ich 100% stehe. Und genau, nur dass ihr Bescheid wisst, also ich werde jetzt hier nicht einen auf irgendwie Meister machen, sondern das sind nur persönliche Erfahrungen, die ich hier teilen werde. Und genau, die haben mir alle geholfen und die machen mich glücklich. Und deswegen möchte ich es gerne weitergeben, weil ich denke, dass viele Leute da draußen gibt, die ja, denen das auch helfen kann. Und genau. Wie bin ich mehr oder weniger auf die Meditation gekommen? Das ist vielleicht auch noch ganz spannend für einige. Und zwar meine allererste Meditation hatte ich bei einer Heilpraktikerin. Damals, da ging es mir körperlich nicht so gut. Ich habe damals professionell Fußball gespielt und ich habe unglaublich schnell in einem Training oder in einem Spiel so eine Erschöpfungserscheinung gehabt und ja, war dann ewig auf der Suche, was die Ursachen sein könnten, mit verschiedensten Ärzten. Also es waren wirklich, keine Ahnung, ich war bestimmt bei 30 verschiedenen Leuten, die versucht haben, das rauszufinden. Ich habe ja, Leistungsanalysen gemacht und alles Mögliche wirklich und irgendwie bin ich nie so wirklich auf den Punkt gekommen. Und jetzt im Nachhinein weiß ich, an was es dann alles gelegen hat. Also es waren natürlich auch viele mentale Geschichten, die da mit reingespielt haben. Und ja, so bin ich auch tatsächlich zu meiner allerersten Meditation gekommen. Das war eine geführte Meditation. Ich war damals bei einer Heilpraktikerin. Ja, da haben wir viel daran gearbeitet, dass ich mich basisch ernähre, weil mein Körper ziemlich übersäuert war. Und zusätzlich hat sie aber in der Zeit, in der ich ab und zu mal bei ihr war, auch ja, so Meditationen durchgeführt. Ich war noch ziemlich jung. Ich war dort, glaube ich, so 14, 15 um den Dreh rum. Und ja, also es war, glaube ich, so meine erste Erfahrung, die ich gesammelt habe im Bereich Meditation. Damals wusste ich auch noch gar nicht, okay, das ist eine Meditation, sondern sie hat mich eher unbewusst, glaube ich, durch das, was sie mir erzählt hat. Und sie hat das damals so als kleine Reise mit einem Heißluftballon ja, mir erzählt, diese Geschichte. Und ich hatte meine Augen geschlossen. Und jetzt natürlich im Nachhinein kann ich sagen, okay, das war meine erste Meditation, so, obwohl ich das total unbewusst durchgeführt habe. Genau. Und dann ging es weiter, es lief nicht so gut im Fußball irgendwann, als ich im Herrenbereich war. Und ja, da bin ich eben auf eine Therapie gestoßen. Auf die komme ich auf jeden Fall später, zum anderen Zeitpunkt nochmal zurück, weil es
glaube ich, ein mega spannendes Thema ist für viele. Und ja, über das bin ich dann auch in dieses Meditieren reingekommen. Ich habe auch immer mal wieder geführte Meditationen gemacht. Sprich, ich bin irgendwo hingegangen zu einer Meditationsgruppe oder ja, viel auch durchs Yoga, wo ich in irgendwelchen Kursen war, bin ich immer wieder in Verbindung halt oder in Berührung mit Meditation gekommen. Hab's aber dann echt durch diese eine Therapie, die ich dann irgendwann nochmal ansprechen werde, ja, intensiviert und öfters durchgeführt. Und ja, seit circa so einem halben Jahr würde ich jetzt sagen, mache ich es täglich. Also ich versuche wirklich jeden Morgen mindestens 20 Minuten zu meditieren. Da gibt es dann noch unterschiedliche Sachen, die ich mache, dass ich zweimal am Tag meditiere oder zweimal hintereinander meditiere. Aber dazu auf jeden Fall dann später oder in anderen Videos mehr. Nur, dass ihr mal so einen groben Überblick habt, okay, wie bin ich überhaupt dazu gekommen und ja, wie ist das so für mich? Also, wie gesagt, mir hilft das mega. Ich bin viel ausgeglichener, ich glaube, ich bin viel mehr bei mir auch. Bin insgesamt, würde ich sagen, glücklicher und genau, das hat mir, also das sind so die größten Vorteile, die es mir auf jeden Fall gebracht hat und aktuell kann ich es mir auch gar nicht mehr vorstellen, ja, am Morgen eben nicht zu meditieren oder das irgendwie aus meinem Leben zu verbannen oder whatever. Das ist so der Grundfahrplan. Ich habe dann auch so ein paar andere Sachen noch vor, wie zum Beispiel eine WhatsApp-Nummer, bei der ihr euch melden könnt und mit mir euch austauschen könnt über das ganze Thema. Ich fände es auch cool, wenn wir halt wirklich so, wenn ihr die Übungen ausführt zum Beispiel und die dann eine Woche gemacht habt, dass ihr mir so Feedback gebt, hey, für mich war das so und so oder ich fand das nicht so cool, aber das hat mir dafür voll geholfen und so. Und das, ich glaube, das ist auch so ein Ding, was ich mega cool finde und was ich auch an dem Format dann mega cool finden könnte, wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ja, ihr da auch ein bisschen mit mir interagiert, dann können wir da gemeinsam echt was Cooles schaffen und können auch, denke ich mal, insgesamt vielen Leuten helfen, eben ja, ein glücklicheres Leben zu führen und ausgeglichener zu sein und ja, der ganze Stress, den ganzen Stress, der um uns herum passiert, eben ein Stück weit auszublenden und ja, einfach glücklich zu sein. Ich glaube, das ist eine mega coole Geschichte und es könnte mega, mega geil werden. Ich habe sau, sau Bock drauf. Und was das ganze Meditationsthema angeht, der Fahrplan. Und dann kommen natürlich noch Sachen dazu wie Sport, Ernährung. Ja, ich habe auch ein paar Beauty-Tipps vielleicht für euch. Oder wir sprechen über Kamera-Equipment und Fotografie generell. Also da habe ich viele Ideen. Und ich denke, dass ich durch das Format YouTube da auch noch ein bisschen andere Möglichkeiten mal bekomme. Das war's, glaube ich, erstmal von mir, so grob. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann auf jeden Fall nächste Woche mit der ersten Übung. Und ich hoffe, ihr habt auch alle Bock und es wird auf jeden Fall mega geil. See you next week. Ciao, ciao.